Ja. Ich würde vorschlagen, wir warten. Echt? Ja. Oh. Warum gehen wir nicht schon mal dahin? Wohin? Wir zu dem Vater. Oder so. Weil du die Schießbuden spielen willst. Nee, dann lass doch schon hingehen. Wir kommen ja noch früh genug wieder hierher zu uns. Ja, das geht schon wieder nicht. Verpixelte Ranke, ne? Genau sitzen. Das ist auch privat immer so ein Problem. Mit den verpixelten Ranken? Ja. Ja. Fällst du, greifst du einmal daneben. Ja. Oder auch wenn du gerade so eine Fackel in der Hand hast und einen Block hochklettern willst. Aus Versehen steckt man dann immer den dieses Teil weg. Genau. Und was passiert dann? Nix. Ja. Aber man sieht den Mond. Ja, ganz schön schnell, ey. Aber die Zeiten sind die nicht. Ja, ist doch logisch. Also kann doch sein, dass das auf einem Planeten spielt, wo sich das einfach alles schneller dreht und. Also das ist ja nicht die Erde. Nee. Ist es überhaupt ein Planet? Man weiß es nicht. Es ist einfach irgendwie. Man weiß es nicht. Das ist. Wow, du hast dein Ei ausgebrütet. Das ging aber schnell. Guck, das geht auch dementsprechend schnell. Genau. Ja, cool. Er will mit seinem Ei. Ein Küken. Was ihr nicht wisst, er hat sich das eine nämlich hinten in die Hose gesteckt, so damit er es ausbluten kann. Oh, weil vorne hat er ja schon zwei. Oh Gott. Aber ich bin mir da gar nicht so sicher. Ja, stimmt. Ich glaube, du musst das so wie von Barbie Ken sehen. Also ja, so. Ja, stimmt. Ohne alles. So, jetzt haben wir da unten einen Huhn bei uns in der Tasche. Das fand ich schon immer so dumm, ey. Ja. Dann, ziehen wir mal das Huhn aus der Tasche und wecken ihn damit. Genau. Spiel gespeichert. Krähe. Was zum Teufel? Kann man denn nicht mal für eine Sekunde die Augen zumachen? Er legt sich da einfach irgendwo auf den Boden. Hallo, wer bist du? Also ich bin Charlon, Besitzer der Lolong Farm. Ich war auf dem Weg zum Schloss, um frische Milch zu liefern. Als ich mich kurz ausruhen wollte, muss ich wohl eingeschlafen sein. Was? Marlon sucht nach mir? Da bekomme ich wieder gehörigen Ärger. Ich hatte ihr doch versprochen. Auweia, das läuft nicht gut. Wie er wegläuft, ist nicht so schön. So laufe ich auch immer. Wild mit den Armen wedeln. 90 Grad Winkel. Ja, so. Bevor wir jetzt hier nochmal weitermachen. Was ist das für eine Tür? Hier ist zu. Ja, die Tür. Das ist ganz speziell, da gibt's nämlich was. Echt jetzt? Ja. Ich weiß es gar nicht. So. Ein typisches Blockverschieberätsel von Zelda. Wir müssen irgendwie da rüberkommen. Und da Marlon hier gerade die Milch abgeliefert hat. Genau. Schieben wir seine schön abgelieferten Kisten einfach da runter. Die ganzen Flaschen zerbrechen. Ja. Ach, wenn's raus ist. Ja, man sieht ja schon, da ist schon wieder so ein Durchgang zum Griechen. Kriechen? Zum Griechen? Nein, das ist ein Griechen. Hier, der Durchgang zum Griechen. Ja, man sieht, es geht noch nicht. Ja. Man braucht noch eine. Sonst kommen wir nicht zum Griechen. Doch, logisch. Weil, warum? Hellas! Hellas zusammen! Ach, ihr habt nur mich mitgebracht. Danke, ich stehe schon die ganze Zeit. Ja, sind wir schlecht. Gut. Hat man jetzt das Huhn die ganze Zeit, oder was? Oder ist es noch zur Nebenquest? Nebenquest. Oh. Sehr schön. Oh, dieses schöne Geräusch. Mhm, ja, jetzt können wir es auch schaffen. Jetzt kriechen wir zum Griechen. Hallo, so. Wollt ihr Beefsteaky oder irgendwas? Das ist der Bockhof. Ja, das geht ganz einfach. Jetzt kommt so Splinter Cell Action. Ja, genau, richtig. Ja, ein bisschen Schleich-Action. Das wird in späteren Zeldas auch noch ein bisschen öfter kommen. Wie sollen wir in diesem großen Schloss die Prinzessin finden? Oh ja, danke, dass du mir das gesagt hast. Hattest du hier nicht irgendeinen Bug? Ja, ich hatte am Anfang den Bug, dass die Kamera sich nicht gedreht hat. Hier können wir uns jetzt entscheiden, gehen wir oben lang, der sichere Weg, oder unten und kriegen dafür ganz viele Rubine. Entscheiden uns natürlich für den No-Risk-No-Fun-Weg, ne? Auch wenn man den jetzt hier gerade nicht sieht und nicht weiß, wo er ist. Das ist so komisch, diese. So eine Schleich-Action kommt hier nie mehr vor in diesem Spiel, ne? Stimmt. Das ist die erste und letzte. Ja, sehr merkwürdig irgendwie. Naja. So, das ist, glaube ich, schon die letzte Etappe. Nee. Ey, geile Statue. Kann mich auch nicht mehr dran erinnern. Stimmt.
aus. Ach, ist doch noch nicht die letzte. Ey, die kenne ich. Die kommt in irgendeinem anderen Zelda-Spiel auch vor. Naja. Gibt's bestimmt in irgendeinem Zelda-Wiki irgendeine Info zu. Ich wollte mir auch noch dieses Lexikon da holen von Zelda. Hyrule Historia. Ja, hast du erzählt. Das würde irgendwie passen, so zum Let's Play. Da könnte ich da so ein paar Infos draus nehmen. Vielleicht soll ich das demnächst mal machen. Ist das jetzt die letzte Etappe? Jo. Jetzt kommen wir zu einem berühmten Stelle, dem Burghof. Wir latschen einfach durch die Blumen. Hier gibt's auch gleich ein Easter Egg. Warte, sprech dich noch nicht an. Ich glaube, das geht erst nur davor. Du kannst hier irgendwo durchs Fenster gucken. Erstmal kannst du in dein Fenster reinschießen. Und außerdem siehst du da dieses Bild. Das musst du, mal hinstellen, dass du das Bild richtig siehst. Na, was sehen wir da? Das ist Mario und Peach. Daneben ist Bowser und Luigi. Okay. Und ein Rubin. Oh. Aber du kannst auch irgendwas machen und dann werfen die eine Bombe raus. Ich dachte, wenn du da reinschießt und dann sagt er, ey, werf hier nichts rein oder so. Ja, vielleicht am anderen Fenster, da stand nämlich gerade eine Wache. Das finde ich richtig cool mit den Nintendo-Charakteren. Ja, das ist, nee, wusste ich nicht. Probieren wir mal das Fenster. So, genau, aber da steht eine Wache. Oder, ach nee, das ist eine Blume. Okay, dann... Doch, da. Da guckt er raus. Hey, du, mach keinen Ärger. Das ist doch voll geil, ey. Sowas. Kann ich die verwenden? Gibt's hier irgendwas? Da gibt's hier noch irgendwas. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einfach ein Easter Egg. Aber auf sowas muss man erstmal kommen. Weil wenn du die ansprichst, kommst du hier nicht mehr hin. Ja. Und nochmal klappt doch nicht. So, jetzt kommen wir zur... Ja, jetzt kommen wir zum wieder Hauptteil. Da, Link. Prinzessin Link. Ja, hallo, Link. Wer bist du? Hat mich gerade Nanu genannt? Hast du es geschafft, an den Wagen vorbeizukommen? Tja, ich bin Mr. Oh, was ist das? Mr. Das Erko. Ist eine Fee? Mr. Wurrell. Oh Gott. Bam. Dann kommst du aus dem Wald. Du hast nicht auch zufällig den heiligen Stein des Waldes, oder? Ich meine, diesen funkelnden Grünstein. Gib ihn mir. Mein Schatz. Nun, hast du ihn dabei? Wie ich mir dachte. Ich hatte einen Traum. Darin überzogen dunkle Wolken unser Land Hyrule. Doch plötzlich durchschnitt ein Strahl hellen Lichts diesen Wolken. Er kam aus dem Wald und ganz Hyrule erstrahlte in seinem Glanz. Das Licht verwandelte sich in einen Jungen, der einen glitzernden grünen Stein in den Händen hielt. Ihn begleitete eine Fee. Ich weiß, es war eine Prophezeiung, dass jemand aus den Tiefen des Waldes kommen würde. Ich dachte, du wärst es. Oh, tut mir leid. Ich habe mich ein bisschen mitreißen lassen von meiner Geschichte und mich gar nicht standesgemäß vorgestellt. Ich lasse mich von meiner eigenen Geschichte beschreiben, wie eingebildet bin ich. Ich bin Zelda, Prinzessin von Hyrule. Das ist Zelda, nicht man selber. Dein Name. Ich fühle etwas. Entschuldigung. Er kommt mir so vertraut vor. Würde es rückwärts irgendwas anderes bedeuten? Ja. So sei es früher. Oder ich glaube, ich habe mal so eine Synchro auf YouTube gesehen. Naja. Auf. Werde dich nun in das Geheimnis des Heiligen Reiches einweihen, das seit Generationen von meiner Familie gehütet wird. Du wirst das doch nicht weitererzählen. Doch. Ja, es ändert nichts. Dies ist die Legende. Ja, das finde ich... Was soll das? Was soll das? Ja. Jetzt wird dann einfach dieselbe Geschichte nochmal erzählt. Ja, genau. Ja, das brauchen wir jetzt nicht vorlesen. Nee, kann ich nochmal Cola haben, bitte? Ja. Wir müssen allerdings auch gleich schon Schluss machen nach diesem Gespräch. Also bereitet euch schon mal draus vor, wenn ihr das gerade seht und dachtet, oh, ich kann jetzt noch 5 Stunden lang dieses Let's Play gucken. Nein, es ist erst an meiner Pause. Ach so. Ach, das ist ja ein ganz anderer Text, oder? Willst du gleich essen? Ein rechtschaffenes Herz würde Hyrule in goldene Zeiten... Bla bla bla. Ach, das ist was ganz anderes. Würden Wünsche eines Menschen mit niederer Gesinnung erfüllt, so verschlänge das Böse die Welt. Daher errichteten die Weisen die Zitadelle der Zeit, um das Triforce vor bösen Mächten zu bewahren. Es ist gar nicht derselbe, wir haben uns da gerade so drüber aufgeregt, aber es ist was anderes.
Also die Force kann man sich anscheinend Wünsche erfüllen. Ja, genau, richtig. Da haben wir das Symbol gesehen eben wieder. Ja. Die Zitadelle der Zeit ist in unserer Welt der Zugang zum Heiligen Reich. Doch dieser Zugang ist versiegelt. Oh, Entschuldigung. Und noch etwas, nämlich man kann alles gelegt, das im Besitz der Königsfamilie von Hyrule. Ja, die haben uns bestimmt was ganz Wichtiges gemacht. Ja, nee, glaube ich. Die Ocarina der Zeit. Was, ja. Entschuldigung. Hast du die Geschichte, die ich dir anvertraute, verstanden? Oh, müssen wir wohl alles nochmal machen. Könnten wir jetzt machen, aber ist irgendwie auch näher. Ja, also es geht um, ne, die Zitadelle der Zeit, ja, und alles gesehen, mit Ocarina. Genau, und Ocarina. Ocarina of Time. Ja. Die gibt es so. Oh, tut mir leid, ich konnte noch nie gute Geschichten erzählen. Hast recht. Die Zitadelle der Zeit ist in unserer Welt der Zugang zum Heiligen Reich. Jetzt kommt's echt nochmal. Na gut. Doch dieser Zugang ist versiegelt durch eine steinerne Mauer, die man Zeitportal nennt. Hab ich nicht gerade. Es heißt, man brauche die drei heiligen Steine, um den Zugang zu öffnen. Ah gut, das haben wir uns gerade gar nicht gesagt. Und noch etwas, nämlich, ja okay, so, das können wir jetzt. Ja, ja. Also wir brauchen drei Steine, einen davon haben wir schon. Ja. So, hast du die Geschichte, hast du das eben nein gesagt? So. Ich konnte auch nie gut erzählen. Großartig. Das habe ich ganz vergessen. Ich habe gerade durch dieses Fenster hier geschaut. Und tschüss! Ein Element aus meinem Traum. Die dunklen Wolken. Ich glaube, sie symbolisieren diesen Mann dort. Möchtest du ihn dir anschauen? Ja. Gucken wir mal durchs Fenster. Den kennen wir doch. Siehst du den Mann dort? Den mit dem bösen Blick? Und den roten Haaren und der grünen Haut. Das ist Ganondorf, Anführer der Gerudos, die in der Wüste, fern im Westen unseres Landes leben. Er hat meinen Vater die Treue geschworen, doch ich glaube nicht, dass er aufrichtig ist. Die dunklen Wolken, die Hyrule in meinen Träumen einhüllten, sie müssen diesen Mann symbolisiert haben. Ja. Was passiert? Hat er dich gesehen? Hab keine Angst. Da hätte noch so ein Schockgeräusch kommen müssen, ne? Er hat keine Ahnung von unseren Plänen, noch nicht. Ich weiß, er ist es. Natürlich erzählte ich meinem Vater von dem Traum. Doch er glaubte mir nicht, dass der Traum eine Prophezeiung sei. Doch glaube mir, ich spüre die böse Aura dieses Mannes. Ganondorf hat es auf nichts anderes als das Triforce des Heiligen Reiches abgesehen. Nur das scheint sein Begehr. Um sein Ziel zu erreichen, muss er Hyrule, nein, die gesamte Welt unterwerfen. Okay, das heißt, es gibt noch mehr als Hyrule. Fua! Wir sind die Einzigen, die Ganondorfs Pläne durchkreuzen können. Das ist einfach immer wieder lustig. Bitte! Ich glaube kein Wort, ey. Was es macht keinen Unterschied, wenn ich jetzt, ich glaube, kein Wort auswähle. Ich mach's einfach mal. Nein. Nein, ist doof. Nein, wir holen es einfach mal. Ich danke dir! Da fühlt sich nicht so. Ich habe Angst, große Angst, dass dieser Mann Hyrule den Untergang bringt. Er besitzt übermenschliche Kräfte. Doch, na, wir sind alles gut. Wir müssen verhindern, dass Ganondorf in den Besitz des Triforce gelangt. Man kann es auch lang machen. Ich wollte gerade sagen, man kann... Ich werde die Ocarina derzeit mit all meiner Kraft schützen. Niemals soll er sie erhalten. Deine Aufgabe sei es, die verbliebenen heiligen Steine zu finden. Sie sind der Schlüssel zum Heiligen Reich. Los, Harry Potter! Lass uns Triforce suchen und mit dessen Kraft Ganondorf bezwingen. Eines noch. Nimm diesen Brief an dich. Ich bin sicher, du wirst ihn brauchen können. Right. Wow, das ist Zeldas Brief. Wir haben jetzt auch irgendwie das Küken dafür eingefordert. Man sehe und das Küken ist weg, ja? Achso. Ich glaube. Juhu, wir haben einen Brief. Meine Vertraute würde ich aus dem Schloss führen. Die sehen wir hier irgendwo. Da. Ich sage jetzt mal nichts zu dem Aussehen. Ich bin Impa, Überlebende der Shika. Meine Aufgabe ist, Zelda zu schützen. Alles ist so geschehen, wie es die Prinzessin prophezeite. Du bist ein tapferer Junge. Die Vorsehung hat dich an diesen Ort geführt. Mir wird nun die Aufgabe zuteil, dich eine Melodie zu lehren, die du nie vergessen darfst. Es ist ein Lied, das die Königsfamilie von Generation zu Generation weitergibt. Ich habe dieses Lied für Prinzessin Zelda gespielt, als sie noch ein kleines Kind war. In den Noten verbergen sich mysteriöse Kräfte. Lausche nun der Melodie. Ja, zähl das Wiegenlied. Und sie pfeift es auf den Fingern. Nee, ich glaube, sie hat eine... Echt? Ocarina in the hand. Nein, die pfeift auf den Fingern. Echt? Guck, die hat da nix.
Die hat so eine eklige Hand. Ja, zum ersten Mal können wir die Ocarina benutzen. Das gehört ja eigentlich auch zu jedem Zelda, irgendein Musikinstrument. Ist ja auch ganz schön, ne? Ich frag mich, sie hat ja gesagt, sie ist die Überlebende der Sheikah. Was ist da so die Story? Was ist mit den Sheikah passiert? Wurden die irgendwie in einem Krieg ausgelöscht oder so? Das ist eine gute Frage. Nee, glaube ich auch nicht. Vielleicht in der hellen Historie. Kauf sie dir. Ja. Du hast Zeldas Wiegenlied erlernt. Juhu, unser erstes Lied. Wäre das mal so einfach, wenn man ein Lied zu lernen. Ja. Wenn ich die Soldaten hier finden, bekommst du Ärger. Lass mich dich aus dem Schloss führen. Jo. Ja. Also, die labert, glaube ich, noch mehr, ne? Ja. Sie sagt uns, wo wir als nächstes hin sollen. Du tapferer Jüngling, wir müssen Hyrule vor der drohenden Apokalypse bewahren. Richte deine Augen gen Osten. Dies ist der Todesberg, das Reich der Geruhen. Soll ich hin? Den heiligen Stein des Feuers. Ja, aber geht man gerne zusammen. Okay. Am Fuße des Todesberges wirst du Kakariko finden. Es ist die Stadt, die ich gegründet habe, um Verfolgten Obdach zu bieten. Bevor du zum Berg aufbrichst, solltest du dich mit einigen Bewohnern unterhalten. Wir gehen eh erst nochmal wieder rein und machen das Schießbudenspiel, ne? Ja, genau. Das Lied, das ich dich gelehrt habe, besitzt geheimnisvolle Kräfte. Nur Angehörige der Königsfamilie dürfen es erlernen und spielen. Vergiss nicht, du kannst damit beweisen, dass du in königlicher Mission unterwegs bist. Das sollten wir uns merken. Geh nun, die Prinzessin und ich warten auf dich und die heiligen Steine im Schloss. Enttäusch uns nicht. Ja, das war's aber für erstmal. Ich glaube, das Schießbudenspiel muss erstmal warten und das machen wir im nächsten Part. Das war's für diesmal und diesen Part. Nächstes Mal werden wir die ganze Welt retten. Genau, richtig. Und Fuhr ist natürlich auch wieder dabei. Ich bin Fuhr. Ja, ich bin Gunis. Und wir sagen... Tschüss! Oh mein Gott. Das ist so schlimm. Aber hat gut. Ja, gut. Soll ich ausmachen? Ja, so schnell.